Mojang verbietet Mods in Minecraft. Ich glaube, das ist etwas, was absolut jeden interessiert. Über 1 Million Klicks, ist auf Englisch. Ich übersetze das Ganze wieder. Und ich bin sehr gespannt und hoffe, dass das nicht wirklich so ist. Minecraft ist das am meisten modifizierte Spiel der Welt. Wobei viele Mods mehr Popularität erreichen als die meisten Spiele selbst. Aber was würde passieren, wenn das alles nicht mehr möglich wäre? Was würde geschehen, wenn Minecraft-Mods verschwinden würden? Also wenn Minecraft verbieten würde, dass Mods funktionieren, wenn das jetzt wirklich stimmt und wir das im Verlauf des Videos rausfinden, das wäre absolut der Tod für die Minecraft-Java-Community. Auch für die Bedrock-Community, aber besonders für die Java-Community. Also ich finde, Mods machen Minecraft nochmal insane anders. Besonders wenn man so ein paar Monate Minecraft spielt, ja okay, oder ein, zwei Jahre, dann reicht Minecraft an sich aus. Aber wenn man sich mal mit Freunden ausprobieren will, es gibt so viel coole Mods da draußen. Puh, bitte nicht. Kürzlich hat Minecraft Bedrock einige umstrittene Änderungen erhalten, die es im Grunde unmöglich machen, das Spiel von jetzt an zu modden, und die möglichen zukünftigen Auswirkungen auf Java stehen im Raum. Ist Microsoft einfach nur gierig und versucht, mehr Spieler zu ihrem Marktplatz zu lenken, oder steckt mehr hinter dieser Situation, als auf den ersten Blick erkennbar ist? Vor etwa 2 Wochen wurde jetzt eine Minecraft-Beta-Vorschau-Version veröffentlicht, im Grunde die Bedrock-Version eines Minecraft-Snapshots. Bemerkenswerter ist, dass in der dedizierten Server-Version dieser Vorschau im Wesentlichen die Vanilla-Server-Version des von Mojang bereitgestellten Snapshots vollständig undokumentiert in den Changelogs, wohlgemerkt Microsoft das bekannt als PDBU entfernt hat. Nun, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, die PDB-Datei, auch bekannt als Programmdatenbank-Datei, enthält Informationen über die Funktionen von Minecraft, wie deren Namen, Datentypen, Layouts und vieles mehr, was in Minecraft von wesentlicher Bedeutung ist. Modding. Für diejenigen unter euch, die sich mit Java-Minecraft-Modding auskennen, wird das Äquivalent auf Java als Macintosh bezeichnet. Der Grund, warum die PDB-Datei so wichtig ist, liegt darin, dass sie eine Vielzahl von Symbolen enthält, im Grunde lesbare Versionen der Minecraft-Funktionen, die Modder verwenden können. Zum Beispiel gab es früher ein Symbol namens BlockGetMapColor, das einen Block an einer bestimmten Position auf einer Ingame-Karte nahm und seine Farbe erhielt. Jetzt ist dasselbe Symbol nur noch eine Zeichenkette aus zufälligen Zahlen in einem Format wie diesem. Dies hat das Modden des Spiels nahezu unmöglich gemacht und verrückt. Es stimmt. Der Minecraft-Marktplatz auf der Bedrock ist super profitabel für Microsoft und jeder Modder macht natürlich den einen Strich durch die Rechnung, weil die gesamte Mod-Community meistens aus Gratis-Mods besteht und das ist natürlich Microsoft ein Dorn im Auge, wenn man von mehr Umsatz redet. Aber das ist überhaupt nicht, also das ist ja überhaupt nicht an die Community gedacht. Also das wäre der größte Schlag ins Gesicht. Ich hoffe, dass sich das nicht herausstellt für die gesamte Minecraft-Community. Alle zuvor erstellten Mods werden im Laufe der Zeit nicht mehr funktionieren, was das Modden im Wesentlichen äußerst schwierig macht, da die vorherigen Methoden des Moddens jetzt nicht mehr möglich sind, da es nicht mehr genügend Informationen gibt. Die Sache ist die, dass diese Symbole nicht nur für die Erstellung von Mods unerlässlich waren, sondern auch extrem wichtig bei der Identifizierung und Behebung von Exploits und Sicherheitslücken. Wie mir von Lucy, einer leitenden Entwicklerin bei einem Bedrock-Projekt namens Amethyst, mitgeteilt wurde, hat die von Mojang bereitgestellte dedizierte Bedrock-Server-Software viele ungefixte Exploits, was natürlich für größere Server ziemlich problematisch ist. Zum Beispiel, wie Lucy mir sagte, gab es eine Schwachstelle in der Netzwerkbibliothek, die vom Bedrock-Team verwendet wurde. Dedizierter Server, der dazu führte, dass der Server abstürzte, wenn zu viele leere Pakete gleichzeitig an ihn gesendet wurden. Diese Sicherheitslücke wurde durch eine einzige Codezeile verursacht, die eine Rückmeldung an die Konsole ausgab. Und das Drucken war so langsam, dass, wenn genügend Pakete gesendet wurden, der Server einfach abstürzte. Lucy konnte dies beheben, indem sie die Symbole des Spiels nutzte, um herauszufinden, welche Funktionen dieses Problem verursachten. Wichtig, wir, also auf OP-Sucht, haben das Problem nicht. Aber es stimmt, damit werden auch Bedrock-Server ein riesiges Problem haben. Und es stimmt, dass Minecraft haufenweise Exploits und Fehler mit ins Spiel bringt. Also ich kann euch in 10 Jahren Server-Owner sein, so viel erzählen, was wir schon an Fehlern in Minecraft fixen mussten, damit wir ja kein Exploit auf dem Server haben, wo der eine dann mit, keine Ahnung, mit irgendeinem Bug Diamanten duplizieren kann oder. Im Grunde eine Bedrock-Version von Minecraft Forge oder Fabric, eine Mod-Linie für Minecraft Bedrock. Man kann sehen, dass es Mods für Amethyst gibt, wie zum Beispiel Better Inventory und Videre Lounge, eine Inventarverbesserungsmod bzw. eine Zoom-Mod, die es ermöglichen, Dinge zu tun, die mit Add-ons nicht möglich sind. Dies ist Atlas, eine Minimap-Mod, Sky's the Limit, eine Mod, die das Baulimit in allen Dimensionen auf 2048 Blöcke erhöht, und Advanced F3, eine F3-Mod. Nun, wir Java-Spieler würden solche Mods und sogar Vanilla-Funktionen wie F3 als selbstverständlich ansehen. Aber das sind wirklich Kernfunktionen und Mods, die Bedrock-Spieler nie nutzen oder darauf zugreifen.
zugreifen konnten und die mit Add-ons nicht möglich sind. Modding hat das Spiel bei Bedrock ziemlich verändert. Während Project Amethyst relativ neu ist, gibt es BDSX und Levi Lamina schon seit einigen Jahren. Einige Entwickler sind sogar auf diese Projekte als Einkommensquelle angewiesen. Aufgrund... Das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja richtig viele Entwickler, die damit sogar Geld verdienen, sind ja völlig am Arsch und haben ein riesiges Problem. Ich hoffe, in dem Video stellt sich heraus, dass das nicht so ist, im Sinne der gesamten Community, und muss sagen, das wäre von Microsoft einer der fatalsten und dümmsten Schritte, die sie tun können. Und der jüngsten Änderungen in Bedrock haben sowohl BDSX als auch Levi Lamina angekündigt, dass sie den Betrieb einstellen, und Amethyst unterstützt keine neueren Versionen mehr. Mojang hat im Grunde zwei große mehrjährige Projekte beendet und ein weiteres, neueres Projekt mit diesem kürzlichen Update erheblich geschädigt, wodurch Bedrock-Spielern nun die Möglichkeit genommen wird, auf zentrale Gameplay-Features und Mods zuzugreifen, die sonst nicht möglich wären. Allerdings haben Bedrock-Spieler, genau wie auf Java, auch die Möglichkeit, Mr. Epic zu abonnieren. Das stimmt, du brauchst keine Mods, um auf den Abonnieren-Button zu klicken und mir zu helfen, richtig, bis zum abonnieren Ende des Jahres und liken 100.000 Abonnenten zu erreichen oder um meinen Patreon für exklusives Material zu besuchen. Kein Druck natürlich. Warum also? Warum wurde eine so wichtige Funktion entfernt, die Minecraft Bedrock nur verbessert hat? Aus welchem Grund war diese Änderung notwendig? Nun, Geld. Zunächst wissen wir, dass es keine versehentliche Änderung oder ein Versehen war, da ein Mojang-Entwickler namens Dark Navi bestätigte, dass es beabsichtigt war. Viele Spieler würden daher den Elefanten im Raum beschuldigen. Ja, also ich muss schon sagen, für mich ist das Plausibelste dahinter Geld. Also jeder war schon mal im Minecraft-Marktplatz auf der Bedrock, also viele von euch wahrscheinlich. Und ihr wisst, man kann da ja einfach, keine Ahnung, wie viel hunderte Euros ausgeben für irgendwelche kleinen Add-ons, also... Das wäre der Marketplace. Es ist kein Geheimnis, dass Microsoft es vorzieht, dass Spieler den Marketplace für ihre Spielmodifikationen nutzen, da das ihnen Geld einbringt. Spieler glauben, dass Microsoft sicherstellen wollte, die Kontrolle über die benutzerdefinierten Inhalte zu behalten. Content veröffentlicht wird, sie wollen sicherstellen, dass es im Marketplace ist, wo es monetarisiert werden kann und nicht kostenlos verfügbar ist. Einige Spieler gehen sogar so weit zu glauben, dass dies ein direkter Angriff ist, um die Minecraft-Community zu zerstören. In ähnlicher Weise möchte Microsoft Entwickler vielleicht dazu drängen, Inhalte für den Marketplace zu erstellen, statt kostenlose Inhalte anzubieten. Genau das haben viele der Bedrock-Entwickler getan. Ja, das ist ja so ein Ding, damit zerstört man einfach eine riesen Community. Klar, logisch, am liebsten alle, aus Microsoft-Sicht, alle Leute, die solche Add-ons machen, in den Marktplatz drücken, damit halt am Ende das Geld aufgeteilt wird, weil stellt euch vor, ich mache ein richtig krasses Add-on, das kostenlos ist, oder ich pack's halt in den Marktplatz für 5 Euro und pro Kauf verdient dann Microsoft mit. Also da ist ja ein krasser Split. Microsoft steckt sich sehr, sehr viel Prozente ein. Aber das würde ja das alles kaputt machen. Und es funktioniert tatsächlich, da viele Amethyst-Entwickler zum Beispiel nun gehen, um Inhalte für den Marketplace zu erstellen. Ein anderer Blickwinkel ist, dass es hauptsächlich auf Hacks abzielen könnte. Bedrock hatte seit einiger Zeit ein Problem, bei dem Hacks und gehackte Clients für einen erheblichen Teil der Spieler das Spiel zu einem echten Albtraum machen konnten. Zum Beispiel konnte bis vor einigen Monaten jeder Spieler einen gehackten Client herunterladen, in ein Reich einsteigen und es mit nur wenigen Klicks vollständig zum Absturz bringen. Übrigens gibt es hier ein Video dazu, falls es euch interessiert. Einige Spieler spekulieren, dass diese Änderung auf Entwickler von Clients abgezielt haben könnte, die ebenfalls Teil des Spiels sind. Das gesagt, glauben Bedrock-Entwickler nicht, dass es viel Wirkung haben wird, da Hacker dazu neigen, immer Wege zu finden, um Mojangs Einschränkungen zu umgehen. Sag ich auch. Also ich glaube nicht, dass das ein riesiger Schritt ist gegen die Hacker, aber es ist natürlich ein gutes Statement, wenn man sagen würde, es ist wegen den Hackern und nicht wegen dem Mehrumsatz. Insbesondere mit den vielen Exploits, die der Bedrock-Server noch hat. Wenn man dieser Theorie Glauben schenkt, wurden die anderen, nicht Hacking-bezogenen Projekte leider in die Schusslinie geraten. Glücklicherweise müssen wir nicht völlig spekulieren, denn sehr kürzlich erhielten einige Entwickler, die an von diesen Änderungen betroffenen Projekten beteiligt sind, eine E-Mail von Mojang, die uns einige zusätzliche Informationen liefert. Sie nicht dem Industriestandard entsprechen und verwendet wurden, um Server zu hacken und die Sicherheit des Spiels zu untergraben. Sie zeigen angeblich die Grundlagen des Spielcodes, was es Piraten und böswilligen Individuen erleichtert, legitimen Spielern das Leben schwer zu machen. Sie sind kein Industriestandard und wurden verwendet, um Server zu hacken und die Sicherheit des Spiels zu untergraben. Angeblich zeigen sie die inneren Abläufe des Spielcodes, was es Piraten und böswilligen Personen erleichtert, das Leben für legitime Spieler zu erschweren. Daher war die Theorie über Hacks wohl nicht weit von der Wahrheit entfernt. Mojang gibt an, dass Sicherheit für sie wichtiger geworden ist. Cool, also Mojang hat dann selber sich bei den Entwicklern gemeldet. Das ist ja sehr, sehr ehrenwert, hätte ich nicht gedacht. Cooler Move. Das heißt, es ist anscheinend doch so, dass es an den Hackern lag. Weshalb sie die Symbole entfernen, aber allen, nicht nur den Marketplace-Erstellern, den Zugang zur offiziellen Bedrock-Server-Protokoll-Dokumentation ermöglichen. Dies soll angeblich als Ausgleich dienen. Aber, wie mir gesagt wurde, ist es vergleichbar damit, ein SUV gegen einen Kinderwagen einzutauschen. Und das Protokoll. Die Dokumentation fehlt viele wesentliche Informationen für benutzerdefinierte Server und ist 100% nutzlos für tatsächliches Modding. Und nicht nur das, mir wurde auch gesagt, dass Hacks und Cheats trotz dieser Änderungen weiterhin sehr wohl möglich sein werden. Zum Beispiel sind Proxy-Cheats, bei denen
den ein Proxy-Server zwischen dem eigentlichen Server und dem Client Daten erfasst und Pakete modifiziert, weiterhin möglich und werden verfügbar bleiben. Was bedeuten diese Änderungen also für Bedrock, aber auch für Java? Nun, für Bedrock ist diese Änderung problematisch, nicht nur weil Add-ons, die aktuell schwache Version von Mods im Spiel, extrem eingeschränkt sind, sondern auch, weil nicht jeder Zugang zu den gleichen Tools hat, um Add-ons zu erstellen. Minecraft Bedrock hat Marketplace-Partner, Menschen auf der ganzen Welt, Personen, die Inhalte für den Marktplatz erstellen und sich bei Microsoft beworben und als Partner akzeptiert wurden. Seit einiger Zeit haben Marketplace-Partner zusätzlichen Zugang zu bestimmten Entwicklertools, auf die nicht partnerhafte oder kostenlose Add-on-Ersteller keinen Zugriff haben. Tatsächlich bestätigt ein Mojang-Manager genau diesen Umstand. Zu ihrem Verdienst arbeiten sie daran, dies zu verbessern und schließlich allen Zugang zum gleichen Satz von Werkzeugen zu geben. Auch krass, in dem Moment, wo man Mojang Geld in die Taschen spült, dann kriegt man Zugriff auf vieles, wenn man es nicht tut, ja dann halt nicht. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite halt auch wieder nicht. Im Sinne der Community ist es auf jeden Fall nicht und ich meine mal, nicht jeder will für irgendwelche Add-ons oder Mods Geld ausgeben. Sage ich ja immer wieder, mein Server OP-Sucht ist ja nun auch ein Ort, der Free-to-Play ist und ich würde sagen, auch so 98% aller Spieler zocken wirklich kostenlos auf dem Server und geben in ihrem gesamten Leben kein Geld aus. Es sind so 1,5-2% maximal, die sich dann halt mal einen Rang kaufen oder irgendwas anderes. Aber im Prinzip ist das Ganze Free-to-Play und irgendwie finde ich das besonders cool, einen Ort zu erschaffen, bei dem jeder dann am Ende selber entscheiden kann, ob er was kauft oder nicht. Und das Gleiche soll ja da irgendwie auch sein. Ich weiß nicht, ihr könnt gerne mal eure Meinung in Chat schreiben, aber ich finde es überhaupt nicht cool, das so verpflichtend, alles kostenpflichtig zu machen. Man hat ja im Marktplatz gar keine Wahl, das Ganze dann für nicht zu verkaufen. Aber im Moment haben diejenigen, die monetarisierten Inhalt erstellen, keinen Zugang dazu. Haben größeren Zugriff auf Werkzeuge zur Erstellung von Inhalten als diejenigen, die kostenlose Add-ons erstellen. Dies ist ziemlich unfair und etwas, womit Bedrock Modding kein Problem gehabt hätte. Und natürlich, wie ich bereits erwähnt habe, sind Add-ons sehr eingeschränkt. Einige der Mods, die für Amethyst erstellt wurden und die wir zuvor besprochen haben, erscheinen uns Java-Spielern als grundlegend, boten jedoch den Bedrock-Spielern Funktionen, die viele von uns Java-Spielern als selbstverständlich ansehen und die mit Amethyst nicht möglich sind. Was die Bedrock-Server betrifft. Nun, offensichtlich haben sich die meisten von ihnen auf Plugins und benutzerdefinierte Server-Software verlassen, um zu funktionieren. Und mit diesen signifikant behindert, werden es auch ihre Server sein. Zahlreiche Bedrock-Server sind einem viel größeren Risiko von Exploits und dergleichen ausgesetzt. Sicherheitslücken jetzt, von denen viele tatsächlich in Betracht ziehen, zu Java zu wechseln und stattdessen Geyser für Bedrock-Kompatibilität zu nutzen. Was Java und die unglaublich reiche und vor allem kostenlose Modding-Szene des Spiels betrifft. Nun, ich denke, wir müssen uns keine Sorgen machen. Unabhängig davon, was Mojang tatsächlich will oder ob sie tatsächlich wollten, dass Java-Modding kostenlos bleibt. Entfernt. Sollten sie versuchen, etwas Ähnliches auf Java zu tun, wäre die Gegenreaktion astronomisch. Die Modding-Szene von Minecraft Java ist so tief im Spiel verankert und hat in den letzten 10 Jahren so stark zur Popularität des Spiels... Also wenn das auch noch in Java passieren würde, das wäre ja... Also dann falle ich vom Stuhl. Also ich dachte, im Video klärt sich das irgendwie, dass das zurückgenommen wurde, aber stimmt ja wirklich. Das ist ja verrückt. Zum Glück haben wir als Server da kein Problem, weil wir kein reiner Bedrock-Server sind, aber das ist wirklich verrückt. Beigetragen, dass es für Mojang realistisch gesehen keine Möglichkeit gibt, ihr erheblichen Schaden zuzufügen, ohne dass es insgesamt ein Nachteil für das Spiel wäre. Die Minecraft-Java-Entwickler würden der Modding-Szene ebenfalls keinen Schaden zufügen wollen. Das scheint eine Entscheidung zu sein, die exklusiv von den Personen getroffen wurde, die an Bedrock arbeiten. Daher denke ich nicht, dass wir uns darüber Sorgen machen müssen. Trotzdem bleibt es besorgniserregend, dass solch eine schädliche Änderung überhaupt bei Bedrock auftreten konnte. Ich hoffe, euch hat das Video... Verrückt. Das Video hat mir ultra gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, damit ich auch weiß, dass solche übersetzten Videos euch auch gefallen. So habt ihr da halt Zugriff drauf und habt überhaupt die Möglichkeit, das zu sehen, falls ihr nicht so Englisch-Profis seid. Und bitte jetzt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Mods, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann weiß ich, wer aktiv schaut. Und lasst uns gemeinsam in den Kommentaren diskutieren. Das ist ja eine Thematik, die ist verrückt. Und ich hoffe, dass Mojang da keine falschen Entscheidungen trifft und die Java-Spieler auf jeden Fall in Ruhe lässt und weiterhin coole Mods machen lässt.